Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit einem Tag-Video. Ich hatte es ja beim ersten Tag-Video schon angekündigt, dass der Mai sich rund um Tags gestalten wird. Und heute habe ich den KI-Tag von Steffi vom Buchschnack, die hier einfach mal die KI, also die künstliche Intelligenz, nach buchigen Fragen im Grunde durchforstet hat. Und es soll so ein bisschen die Enthüllung des Leseverhaltens sein. In der Truppe rund um Steffi waren 5, 6 Booktuber unterwegs und haben in einem Gruppenvideo auch die Fragen dann beantwortet. Ich packe euch Steffis Kanal und das Video natürlich unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei, es war super unterhaltsam. Das erste Tag-Video von mir war ja Finish the Book Tag von Jenny. Schaut da auch super gerne mal vorbei. Ich habe bestimmt eine Playlist erstellt, wo ihr alle Tags irgendwie findet. Also schaut auch da gerne mal rein, wenn ihr das erste Video dazu noch nicht gesehen habt. Wir haben 10 Fragen, die ich euch auch in die Infobox packe. Und wenn ihr Lust habt, es in Videoform oder in den Kommentaren die ein oder andere Frage zu beantworten, würde ich mich natürlich sehr über den Austausch freuen. Die erste Frage: Was motiviert dich am meisten zum Lesen? Und das fand ich tatsächlich auch schon im Kontext in diesem Gruppenvideo echt eine schwierige Frage, weil Lesen ist für mich schon so ein bisschen wie Atmen. Für mich gehört Lesen am Tag einfach dazu, weil ich gerne in andere Welten eintauche, weil ich gerne Geschichten erzählt bekomme und weil ich gerne mit meinem Kopf im Grunde diese Geschichten auch zum Leben erwecke. Und meine Motivation ist einfach die Begeisterung des Wortes, die Begeisterung, eine Geschichte zu erfahren und da einfach eintauchen zu können. Das klappt natürlich nicht nur in Buchform, sondern natürlich auch sehr gut in Filmform. Aber die Buchform ist eben so meine reinste, fantasiegebende Form, wo mein Kopf ganz viel einfach arbeiten kann und es eben nicht als Arbeit sieht. Und meine Motivation ist einfach, so viele Geschichten wie möglich zu entdecken, da einzutauchen und wirklich in fremde Welten zu kommen, ganz viel aufsaugen zu können an wunderbaren Stilen und eben auch Geschichten. Und George R. Martin sagte es ja schon einst: Ein Mensch lebt ein Leben, ein Leser lebt 1000 Leben. Und ich finde, da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Weil ich glaube, dieses Entdecken von Welten, die man, oder Geschichten, die man eben einfach nicht selbst erleben kann und manchmal auch gar nicht selbst erleben möchte, die ist einfach so ein bisschen meine Motivation. Zweite Frage: Welches Buch hat dich am meisten beeinflusst oder dein Leben verändert und warum? Also ich glaube tatsächlich, dass es schon Der Herr der Ringe war. Beziehungsweise müsste man vielleicht sogar früher anfangen bei Die unendliche Geschichte. Weil das für mich der Grundstein war, in Fantasy einzutauchen. Also von diesen Honey- und Nanny-Internatsgeschichten, die ja sehr echt sich angefühlt haben, in Welten einzutauchen, die überhaupt nicht echt waren, sondern die eben ganz viel Magie hatten, eine andere Zeit hatten, besondere Figuren und Wesen hatten. Und ich würde schon sagen, dass das so mit Der unendlichen Geschichte begann, vielleicht mit Alice im Wunderland weiterging, so ein bisschen Peter Pan, das war so die Zeit in meiner Kindheit. Und wirklich der Grundstein für meine Fantasy-Liebe hat dann wahrscheinlich Tolkien mit dem Herrn der Ringe geschaffen, wo ich wirklich gesagt habe, das ist es, was ich lesen will, da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause. Ich mag es einfach, Heldenreisen zu erleben und einfach in fremde Welten einzutauchen. Und dann ging es natürlich so vielleicht auch ein bisschen in die Science-Fiction. Ja, ich würde sagen, vielleicht mit Orwell kam dann so ein bisschen die Welt auch in diese Düsternis einzutauchen. Und ich glaube, das sind so die Meilensteine beim Lesen, die mich sehr beeinflusst haben. Ich meine, dann kam natürlich auch irgendwann mal Harry Potter. Muss man so im Regal rumgucken, war natürlich auch diese magische, etwas kindlichere, jugendliche Fantasy-Geschichte, wo man gemerkt hat, man ist hier mal dran, eine 7-teilige Reihe zu lesen. Ich glaube, das war vorher bei mir überhaupt nicht denkbar oder möglich. Gab es vorher 7-teilige Reihen oder überhaupt? Also Trilogien gab es ja definitiv schon. Ich überlege gerade, also auch Der Herr der Ringe ist ja theoretisch, also ist ja eine als Trilogie herauskommend. Aber ich glaube, auch das war so etwas, wo ich sage, okay, man traut sich an langen Geschichten und begleitet Charaktere sehr, sehr, sehr lange. Und das war, glaube ich, da auch so ein bisschen der Grundstein. Also ich glaube schon, alles, was in diese Richtung Fantasy gegangen ist, beginnend wahrscheinlich mit Michael Ende und dann Tolkien, war für mich so der Weg, hat mich beeinflusst, wo es bei mir lesetechnisch hingeht. Dritte Frage: Wie oft liest du in der Woche und zu welchen Tageszeiten? Also das, ich lese eigentlich täglich, außer ich bin krank oder auf der Leipziger Buchmesse oder treffe Freunde.
dann ist noch ein bisschen unterschiedlich, wo treffe ich die Freunde. Also tatsächlich auf der Buchmesse habe ich die 2 Tage, die wir komplett auf der Messe waren, überhaupt nichts gelesen. Ich habe, glaube ich, morgens ein bisschen Hörbuch gehört, aber das fand ich, giltet nur so bedingt. Aber wenn ich auch Freunde zu Besuch habe oder bei Freunden bin, ist das höchste der Gefühle, glaube ich, auch so ein bisschen beim Fertigmachen morgens oder so zur Ruhe kommt abends ein bisschen was zu lesen oder zu hören. Wenn ich wirklich krank bin, und damit meine ich vielleicht eher auch wirklich kopfkrank, also eine Erkältung, ein Schnupfen, Husten, ja, also alles, wo auch der Kopf irgendwie invalid ist, eine Mandelentzündung, alles, was hier ist, wo man einfach nicht denken kann, vielleicht mit Fieber, das sind auch die Momente, wo ich nicht lese, wo ich aber vielleicht nach 2, 3 Tagen doch wieder ein bisschen mit dem Hörbuch hören anfange. Also ja, es gibt, glaube ich, schon wenig Momente in meinem Leben, an denen ich nicht lese. Wo ich, sage ich, mal ein bisschen weniger lese, ist vielleicht tatsächlich der Urlaub am Strand, weil ich da halt oft denke, es ist sehr teure Lesezeit, die ich eben eher damit verbringen möchte, im Hier und Jetzt zu sein und ja dann auch gar keine Flucht irgendwie machen muss. Und ja, aber sonst lese ich gefühlt eigentlich schon jeden Tag. Also es muss schon, ja, also ich sag mal, jemand sterben, damit ich wirklich dann mal eine Woche wahrscheinlich nicht lese. Und das war jetzt dein Kennzeichen. Ja, da hat sich direkt Katz und Hund aufgesetzt. Bei dem Wort, das sagen wir jetzt nicht mehr, das Wort, dessen wir nicht mehr wiederholen. Ja, aber sonst bin ich schon jemand, der sehr viel liest. Ich bin im Urlaub zum Beispiel jemand, der gerne morgens liest. Also wirklich einfach so eine Stunde länger schläft im Urlaub. Also wenn ich zu Hause im Urlaub bin, wenn ich irgendwo am Strand oder unterwegs bin, da bin ich jemand, der sehr gerne sehr früh aufsteht und wirklich den ganzen Tag nutzen möchte. Zu Hause bin ich durchaus jemand, der dann einfach eine Stunde länger als sonst schläft und dann einfach sich eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nimmt und entweder noch im Bett oder vielleicht schon auf dem Balkon, gerade im Sommer, einfach so die erste halbe Stunde schon mit Lesen verbringt. Ich bin aber schon der klassische Abendleser, würde ich sagen. Also ich habe früher auch viel in den Mittagspausen gelesen, gerade als wirklich so wir noch sehr viel im Büro waren. Da hatte ich sehr oft einfach meinen E-Book-Reader dabei, weil ich einfach so abtauchen wollte, in die Ruhe kommen wollte. Heute ist ja so im Homeoffice, isst man halt was, macht so ein bisschen Haushalt, den man nebenbei machen kann, hat dann einfach abends eher die Zeit. Oder ich gehe mittags ja auch öfter mal mit dem Hund, weil da ja sich auch einfach die Zeit anbietet. Aber sonst bin ich, glaube ich, schon ein klassischer Abendleser, der nach der getanen Arbeit sich um 20 Uhr, 20.30 Uhr für 2, 2,5 Stunden irgendwie noch auf die Couch setzt und dann einfach liest. Also wenn da natürlich nicht Besuch da ist, wenn man nicht ins Kino geht, wenn man keinen Film guckt. Aber ja, aber zumindest würde ich sagen, die letzte halbe, dreiviertel Stunde am Tag gehört auch dem Lesen. Ja, also schon eher ein Abendleser im Urlaub, eben auch gerne ein Morgenleser. Ja, das würde ich so von den Tageszeiten irgendwie benennen. 4. Frage, wie wählst du deine nächsten Bücher aus, basierend auf Empfehlungen, Bestsellerlisten oder anderen Kriterien? Also ich bin ein totaler Gefühlsleser, also ich stehe vor meinem Subregal oder vor meiner Subliste und gucke dann, was spricht mich da an. Ich bin natürlich schon jemand, der auch auf BookTube selbst unterwegs ist und hier sich gerne Empfehlungen abholt. Also es gibt ja gut 2 Hand BookTuber, die wirklich sehr meinen Geschmack treffen, wo ich sage, okay, wenn da was ganz Neues, anderes irgendwie mal vorgestellt wird, wo jemand wirklich sehr schwärmt, dann landet das natürlich schon mal auf der Wunschliste. Ich bin auch jemand, der gerne Neuerscheinungen sich anschaut, von den Verlagen und da natürlich so ein bisschen eintaucht und ich ja auch gerne Neuerscheinungen lese. Ich glaube, das ist so ein bisschen meins. Bestsellerlisten sind mir tatsächlich relativ egal. Also man könnte mich jetzt auch fragen, welches Buch steht gerade auf Nummer 1. Ich wüsste es nicht. Aber ich bin schon jemand, der bei BookTube, glaube ich, sehr anfällig ist, bei Neuerscheinungen anfällig ist und natürlich auch im Freundeskreis. Also wenn ich jetzt wie... Ich glaube, das hat sie mir noch im März zugeschickt. Eine Freundin sagt, hier, du musst Achtsam Morden lesen. Ich habe alle 5 Bände in 2 Wochen oder 3 Wochen verschlungen. Für jemanden, der sonst vielleicht 1, 2 Bücher im Monat liest, das jetzt wirklich was aussagt. Und dann sage ich, oh, dann bin ich natürlich auch gespannt. Und so hat man natürlich auch im Freundeskreis ein paar Menschen, die gerne lesen. Und wenn die eben ein Highlight haben, ansatzweise in einem Genre, das ich auch mag, dann ist man da natürlich schon ein bisschen hellhörig. Sehr selten noch gehe ich tatsächlich in eine Buchhandlung und lasse mir da etwas empfehlen. Da habe ich immer nur so bedingt Glück, weil mir eben oft Dinge empfohlen werden, die ich entweder schon kenne und auch mochte oder
kenne und aber weiß, das ist nichts für mich. Also da ist dann doch vielleicht die Buchhandlung manchmal ein bisschen Mainstream. Ich sag nur manchmal, ich habe natürlich auch schon die ein oder andere tolle Empfehlung aus der Buchhandlung bekommen. Also, aber das ist halt für einen Vielleser und jemanden, der viel informiert ist, so wie es wir Booktuber wahrscheinlich einfach sind, ist es, glaube ich, schwierig, da noch eine Perle herauszufinden. Aber ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Fünfte Frage. Hast du eine bevorzugte Leseumgebung? Liest du lieber drinnen oder draußen in Stille oder mit Hintergrundgeräuschen? Also meine bevorzugte Leseumgebung ist natürlich das Meer und der Strand. Aber da bin ich in der Regel ja nur einmal im Jahr. Also gilt das jetzt wahrscheinlich nicht. Also ich bin definitiv ein Couchleser. Also ich liege, sitze, lümmle da auf meiner Couch und lese dann im Buch, habe das Hörbuch im Ohr oder den E-Book-Reader und dann wird gelesen. Ich mag es auch ganz gerne natürlich im Bett zu lesen. Da finde ich es dann halt schön, wenn man den E-Book-Reader in der Hand hat, das größere Licht vom Nachttisch eben ausmachen kann und da ein bisschen ja, Gemütlichkeit dazu bringt. Das ist, glaube ich, schon so das, wo ich am meisten lese. Im Sommer natürlich auch super gerne im Garten oder auf dem Balkon, einfach um einfach frische Luft zu haben und die Vögel im Hintergrund zu haben. Und Hintergrundgeräusche, also drinnen und draußen, das ist mir relativ egal. Ich mag Hintergrundgeräusche, wenn sie der Natur gehören. Also wenn Vögel ja, singen, wenn im Wald der Wind so ein bisschen durch die Blätter rauscht, das mag ich ganz gerne. Also ich mag es auch, wenn Regen tröpfelt ans Fenster, aufs Fensterbrett und man da wirklich einen kühlen Sommerabend hat, wo einfach so ein bisschen Regen ist, dann mache ich auch gerne die Fenster auf und lese dabei. Also das stört mich nicht. Ich bin auch jemand, der gerne textlose Musik hört. Also es gibt ja ganz viele Soundtracks, Hans Zimmer und so weiter, wo ich wirklich sage, die Harry Potter Soundtracks, Herr der Ringe, alles irgendwie aus den Christopher Nolan Filmen, der Dune-Soundtrack eignet sich auch hervorragend zu lesen und das mag ich tatsächlich auch gerne. Also wenn möglichst keiner singt, kein Text, wirklich nur Melodie, die nicht zu laut, aber so ein bisschen als Hintergrundgeräusche. Und das ist mir schon ganz oft passiert, besonders in der Fantasy, dass dann eben ein episches Musikstück kam zu einer epischen Szene und das einfach perfekt in meinem Kopf sich verwoben hat. Und das sind manchmal ganz lustige Kombinationen. Also gerade wenn man dann zum Beispiel an Game of Thrones denkt und den Soundtrack zur Roten Hochzeit und man ist gerade in einer blutigen Schlacht, da bekommt man irgendwie Doppelgänsehaut. Also das stört mich nicht. Mich stört auch nicht, wenn nebenan Katz und Hund irgendwie schnarchen. Mit was ich schwer umgehen kann, sind Fernsehgeräusche, weil dann natürlich jemand spricht, jemand mit Sinn etwas erzählt und das einfach dann schwierig ist auszublenden. Also da würde ich dann einfach, oder habe ich im Grunde auch schon einfach den Raum verlassen und dann kann der andere einfach sich dem Fernseher widmen und ich in ja, bedingter Ruhe dann irgendwie vielleicht lesen. Also mich stört so eine leichte Musikkulisse tatsächlich nicht. Mich hat es früher auch nicht gestört, im Auto als Kind, Jugendliche hinten zu sitzen, zu lesen, während vorne das Radio lief und Leute gesprochen haben. Das hat mich tatsächlich auch nicht gestört. In der Bahn oder auch im Flugzeug bin ich jetzt schon eher jemand, der seine Noise-Canceling-Kopfhörer einfach da so ein bisschen reinmacht, damit da einfach ein bisschen mehr Ruhe herrscht. Also weil gerade Flugzeug ist natürlich schon sehr laut und Zug hat man einfach auch eine wahnsinnige Kulisse. Aber ja, ansonsten bin ich da relativ schmerzfrei. Sechste Frage. Gibt es ein Genre, das du bevorzugst und vor allem warum? Ja, ich glaube, wir haben vorhin schon über die Fantasy gesprochen. Für mich ist die Fantasy eben das, dass ich mit jemandem mit auf Reisen, auf Abenteuer gehen kann, die ich eben im wahren Leben einfach nicht erlebe. Also möchte man wirklich einen Ring irgendwie nach Mordor tragen? Eigne ich mich als Froda? Vielleicht hätte ich es ein bisschen besser anders gemacht. Aber nein, also man hat natürlich eine wahnsinnig bildgewaltige, epische Welt und in der Fantasy ist so viel möglich, sei es Magie, sei es die Wesen, die es gibt, sei es Drachen, Trolle, Zwerge, Elben, all das kann man erleben, Vampire, Werwölfe, ja, was man hier alles treffen kann und für mich ist die Fantasy schon das mit am abwechslungsreichsten und wirklich, wo ich mich wohlfühle. Und dabei ist mir das Untergenre fast egal. Was mich ein bisschen annervt, sind diese ganzen Romantasy-Geschichten, weil ich denke, ja, jetzt haben wir alle die 10. Liebesgeschichte zwischen einem Mensch und einem Vampir gelesen, jetzt, ja, bitte mal was anderes Neues, aber in der High-Fantasy fühle ich mich wohl und ich bin tatsächlich auch schon ein Science-Fiction-Fan, weil ich zum Beispiel wirklich gern in den Weltraum gehe und da Geschichten lese oder alles mit Zeitreisen finde ich super spannend. Das ist natürlich eine gewisse Mischung, dann natürlich aus Fantasy und Science-Fiction, aber
Ich glaube, ich gehe einfach gerne auf Abenteuerreise und es gibt im wahren Leben einfach so wenig Abenteuer. Und vielleicht ist es auch eine kleine Flucht in eine andere Welt, wenn unsere Welt einfach ja irgendwie so kaputt ist von Gewalt und Krieg. Und tatsächlich stört mich das dann in der Fantasy nicht, ja, dass man da einfach auch ganz gerne einfach mal flüchtet. Siebte Frage: Wie gehst du mit Leseflauten oder Leserückständen um? Also Leserückstände gibt es bei mir nicht. Also ja, ich setze mir ein gewisses Ziel, was ich gerne lesen möchte, aber ich weiß nicht, gucke ich da unterjährig, ob ich da in Time bin. Ich glaube, Rido zeigt es einen ganz guten mittlerweile an, ob man voraus ist oder zurück ist. Das beeinflusst mich nicht. Und Leseflauten, also ich glaube, ich war sehr selten in Leseflauten. Wenn, dann bin ich halt gerade eher in einer Lust von etwas anderem. Also ich, wenn eine Serie binge, eine Filmreihe anschaue, irgendwie alle Christopher Nolan und Tarantino-Filme suchte, dann muss natürlich das Lesen ein bisschen zurückstecken. Deswegen bin ich aber nicht in der Leseflaute, sondern gebe etwas anderem einfach meine Zeit und meine Priorität. Also ich glaube, in einer echten Leseflaute, also ja, wenn ich halt krank bin. Aber ist das dann eine Leseflaute? Also ich glaube, ich war tatsächlich noch nie in der Leseflaute, wo ich echt dachte, ach, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust. Also das habe ich vielleicht mal so einen Tag, aber ich glaube, selbst dann greife ich einfach zum Buch und lese. Also was, glaube ich, immer gut funktioniert, wenn man mal gar nicht weiß, was man lesen soll, sind tatsächlich einfach Rereads, also dass man zu einem Highlightbuch greift, auf das man einfach wirklich Lust hat oder zu einem Genre greift, wo man weiß, dass das begeistert einen. Aber da bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin zu Leseflauten oder gar zu Leserückständen. Ich meine, wenn halt das Leben einem gerade vielleicht auch nicht die Zeit gibt, um sein Leseziel zu erreichen, dann wartet man halt 3 Wochen, 4 Wochen ab und vielleicht wird es dann besser. Ja, sagte sie und ist die Ungeduld in Person, aber. Ha, ja, ist glaube ich schwierig, weil ich das von mir so gar nicht kenne. Aber vielleicht habt ihr ja tolle Tipps, dann sehr gerne natürlich in die Kommentare. Achte Frage: Teilst du gerne deine Leseerfahrung mit anderen? Wenn ja, wie? Nein. Also ich behalte immer alles für mich. Ich spreche nie über Bücher. Nein. Also ihr seid natürlich hier auf meinem BookTube-Kanal und ja, hier teile ich meine Leseerfahrungen. Es gibt ja natürlich immer den Büchermonat, es gab die Bücherwochen, es gibt verschiedenste Vlogs, wo man mal über Bücher irgendwie spricht. Es gibt Tags, wo man über Bücher spricht und ja, hier teile ich meine Lesenerfahrungen und ich bin einfach ein großer Fan dieser Plattform, weil man irgendwie die Zeit bekommt, darüber zu sprechen, weil man sich da auch einfach fallen lassen kann, wenn man Videos von anderen anschaut und ich nicht mich so gehetzt fühle wie zum Beispiel auf TikTok oder in den Shorts oder natürlich auch in den Reels, wo die Leute wahnsinnig schnell sprechen, damit sie alles in diese Minute irgendwie hineinbekommen. Und ja, ich mag es sehr gerne, über Bücher zu sprechen und auch natürlich mit euch dann einfach in den Austausch, in den Kommentaren zu kommen. Neunte Frage: Welche Rolle spielen Bücher in deinem sozialen Leben? Hast du Freunde, mit denen du über Bücher sprichst, oder bist du vielleicht sogar einem Buchclub beigetreten? Also wir hatten schon diverse Buchclub und auch ja, Leserunden und das ist auch wirklich was ich super gerne mag. Also ich bin schon ein Fan von Buddy Reads, entweder in kleinerer Runde zu zweit, zu dritt. Wir waren aber zum Beispiel auch damals bei der Passage-Trilogie oder beim Harry Potter und Herr der Ringe Reread. Ich glaube, da waren wir 30, 35 Leute und das ist natürlich schon schön. Im Freundeskreis, ja, da sprechen wir natürlich auch über Bücher, zumindest all diejenigen, die dann eben auch lesen. Da wird sich sehr rege auch ausgetauscht. Da ist gefühlt auch so spätestens nach dem, wie geht's dir, was hast du heute gemacht, was liest du gerade? Also ist natürlich auch definitiv ein Thema im Freundeskreis. Und man ist natürlich hier auch auf BookTube und auch auf Instagram einfach von so vielen Buchmenschen umgeben, dass man da natürlich auch wunderbar unter Videos oder unter, ja, Posts auf Instagram einfach in den Austausch kommen kann. Und es haben sich schon ganz wunderbare Buddy Reads zusammengefunden, wo ich auch einfach dachte, man lernt sich dann einfach auch noch mal eine Spur besser kennen, weil man natürlich viel detaillierter über die Meinung des Abschnittes irgendwie spricht. Und ja, das definitiv. Und es spielt schon eine große Rolle, glaube ich, in meinem Leben. Also definitiv. Und die zehnte und letzte Frage: Welche Bedeutung hat das Lesen für dich persönlich? Was ziehst du am meisten daraus? Huh, also für mich hat das Lesen eine große Bedeutung. Also ich glaube, neben Reisen sind Bücher, vielleicht Reisen, Begegnungen und dann Bücher
ist schon das, wo ich wirklich sehr viel Kraft tanke, wo ich sehr viel für mich mitnehme, für meinen Kopf, für meine Ideen, für all das, was sich an Fantasie irgendwie abspielt. Das Reisen gibt einem Erfahrungen, Begegnungen, es sind was fürs Herz. Also ich würde sagen, Reisen für die Seele, Begegnungen für das Herz und das Lesen kombiniert so ein bisschen beidem aus allem, also ihr versteht, wie ich das meine. Also ich würde sagen, es ist schon sehr wichtig und ich brauche das tatsächlich auch einfach wie die Luft zum Atmen. Ich möchte Geschichten erleben, ich möchte, dass in meinem Kopf etwas arbeitet, dass etwas nachhalt, dass ich Stoff für meine Träume nachts habe, weil mich doch viele Geschichten auch einfach in den Schlaf begleiten und das sowohl positiv als auch negativ. Ich mag es, in Atmosphäre einzutauchen und einfach ja, auf Abenteuer, auf Reisen zu sein und ja, ich glaube, das ist so, was ich daraus ziehe. Energie, Kraft, Freude, Fantasie und einfach ganz viel für den Kopf und ja, fürs Herz, definitiv. Und das waren sie jetzt auch schon, die 10 Fragen des KI-Tags von der lieben Steffi. Ihr Kanal und das Video natürlich unten in der Infobox verlinkt, sowie auch die Fragen. Also wenn ihr Lust habt, antwortet super gerne in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Oder natürlich auch, wenn ihr Lust auf den Videodreh habt, dann macht euch ran, da freue ich mich dann auch auf euer Video. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.